Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr kennt die Playlist hier auf meinem Kanal. Ich stelle euch in den einzelnen oder in einzelnen Videos ja, die Menüs erkennen, EOS R5 und R6 vor. Ja, und welche Einstellungen ich warum und weshalb vorgenommen habe und ja, wozu die anderen Einstellungen sind, versuche ich euch auch noch mitzuteilen. Heute geht es weiter mit den Netzwerkeinstellungen, Network-Menü. Und ja, ihr kennt das vielleicht, ihr seid da vielleicht schon mal drüber gestoßen. Das Ganze sieht so aus, hat zwei Reiter mehr oder weniger. Und hier rechts seht ihr schon was Neues. Das habe ich hier euch zusätzlich eingeblendet. Ich habe nämlich heute nicht nur meine Canon EOS R5 angeschlossen, sondern auch mein Smartphone, damit ich euch ja, den einzigen Grund zeigen kann, warum ich dieses Menü eigentlich benutze. Und das ist halt zum Koppeln meines Smartphones mit der Kamera. Ja, normalerweise zeige ich euch ja hier, wann ich wo bin, aber das sparen wir uns heute. Das Ganze hat nur zwei Reiter und das, der zweite können wir gleich mal mit anfangen. Der ist nur für die Einstellung zurücksetzen. Das habe ich im Vorfeld gemacht. Kamera und Smartphone kennen sich jetzt nicht mehr. Das ist genauso, wie es bei euch sein sollte, wenn ihr das noch nie benutzt habt. Und wir gehen jetzt hier einfach mal Schritt für Schritt, wie ihr es gewohnt seid, die einzelnen Einstellungen durch, damit ihr seht, was man wo machen kann und wie ich es halt nutze. Fangen wir an mit den WLAN- und Bluetooth-Verbindungseinstellungen. Die verbinden sich halt hier im ersten Menüpunkt runter und hier seht ihr halt die verschiedenen Einsatzzwecke, die dieses Menü euch bietet. Mit dem Smartphone verbinden, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, sondern das werden die meisten halt nur so nutzen, halt ja, Verbindung Handy mit dem Smartphone. Wie das im Detail gleich geht, zeige ich euch, weil das ist halt die Funktionalität, die ich am häufigsten da nutze und da steigen wir dann gleich auch richtig ein, aber das dann zum Schluss dieses Videos. Dann gibt es die Möglichkeit, ja, per WLAN die Kamera mit eurem Rechner zu koppeln. Dann könnt ihr mit dem EOS Utility das gleiche machen, was ihr mit der Kamera Connect App am Smartphone machen könnt. Ihr könnt die Kamera steuern, ihr könnt direkt in eurem Laptop Fotos übertragen. Ich habe euch ja gesagt, ich sage euch, warum ich was nicht nutze. Und das nutze ich zum Beispiel nicht, weil ich das lieber per USB-Verbindung mache. Diese Verbindung ist dann sicherer, verlässlicher, als wenn ich das über WLAN mache. Das dauert auch über WLAN gefühlt etwas länger. Und von daher, ich habe ein langes USB-Kabel, 2,80 Meter oder so, stecke das in meiner Kamera ein und bin dann sicher, dass die Verbindung steht und kann das dann entsprechend nutzen. Wenn ihr es nutzen wollt, trotzdem per WLAN, hier könnt ihr das einrichten. Ihr könnt entweder über euren WLAN-Router zu Hause oder wo auch immer eine Verbindung einrichten, wenn der Laptop im selben Netzwerk ist, oder auch die Kamera als Access Point nutzen und dann den Laptop mit der Kamera direkt anverbinden und dann da eine Verbindung aufbauen. Ich nutze das nicht. Wenn ihr da Interesse dran habt, mache ich euch gerne ein besonderes Video dazu. Das ist ein bisschen umfangreicher, von daher ja, und sehr speziell. Deswegen gehe ich da in diesem Video jetzt nicht drauf ein. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Bilder zum FTP-Surf übertragen. Das ist für Sport- und Reportagefotografen, denke ich, ganz gut. Da kann ich halt meine Bilder, die ich mit der Kamera erstelle, sofort auf einen FTP-Surfer in einer Redaktion oder irgendwo anders hin übertragen. Das geht sofort beim Auslösen oder ich kann die auch vorher auswählen und nur bestimmte schicken oder nur die, die heute an dem einen Tag erstellt wurden. Das ist so ähnlich wie die Auswahl bei dem Wiedergabemenü. Auch das ist sehr speziell. Ich denke, das wird die meisten, für die meisten nicht so interessant sein. Deswegen gehen wir heute in diesem Video auch da nicht drauf ein. Dann kommen wir hier auf den nächsten Punkt, der ist aber sehr interessant, den habe ich euch aber auch schon in einem anderen Video gezeigt. Das ist die Image.Canon Cloud. Das ist so ähnlich wie FTP-Surfer, nur in anwenderfreundlich. Da könnt ihr halt tatsächlich auch Bilder hochladen, genau wie beim FTP-Surfer, aber in die Cloud von Canon. Das geht automatisch, da kann man dann auch Regeln hinterlegen, dass da die Bilder sofort zu einem NAS zu Hause übertragen werden oder vom NAS abgeholt werden und so weiter und so fort. Da habe ich euch ein gesondertes Video zu gemacht. Das verlinke ich euch hier in der Infokarte und hier unter dem Video. Dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen. Und der
Letzter Punkt hier ist mit drahtloser Fernbedienung verbinden. Ja, es gibt von Canon, glaube ich, so eine Bluetooth-Fernbedienung. Die muss natürlich auch irgendwie mit der Kamera bekannt gemacht werden. Wer das will, der oder wer das nutzt, der kann das hier halt machen und kann seine Kamera entsprechend verbinden. Bevor wir gleich hier auf diesen Punkt genauer eingehen, wie ich mein Smartphone koppel, gehen wir nochmal eben die anderen Verbindungen irgendwo oder die Einstellungen durch, damit wir da eine runde Sache erstmal haben. Im Standard ist der Flugzeugmodus aus. Das kennt ihr wahrscheinlich von eurem Smartphone. Flugzeugmodus ein bedeutet, alle Funkaktivitäten in eurer Kamera sind deaktiviert. Das, ja, ich weiß nicht, ob es in der Vergangenheit nur war, aber früher war es halt so, meiner Meinung nach oder meines Wissensstands her, wenn ihr ein Flugzeug nutzen wolltet, hat euch die Airline gesagt, bitte alles deaktivieren, damit da keine Störungen in der Technik auftreten. Das könnt ihr da machen und ihr könnt natürlich auch sicher sein, wenn ihr das eingestellt habt, dann ist sie funkmäßig still, die Kamera, und stört auch keine anderen Frequenzen, wenn ihr irgendwelche Tonaufnahmen machen wollt oder so. Aber da ist es, glaube ich, auch ganz gut abgeschirmt. Aber vielleicht sind ja in der Nähe Geräte, die darauf empfindlich reagieren. Da ist das auf jeden Fall alles aus. Ich kann auch die Einstellungen getrennt deaktivieren. Hier einmal die WLAN-Einstellungen, die kann ich deaktivieren und dann kann ich natürlich auch aktivieren. Habe ich sie aktiviert, habe ich hier noch weitere Möglichkeiten zur Konfiguration. Hier habe ich einmal den Verbindungsverlauf, dann zeigt die Kamera an, welcher Status gerade beim WLAN-Aufbau abgearbeitet wird, also wird der Netzpunkt aufgemacht und so weiter. Das kann ich anzeigen, das kann ich aber auch auslassen. Wenn ich das im Hintergrund laufen lassen will, kann ich das hier halt konfigurieren. Aufzeichnen zum Smartphone senden. Hier kann ich noch einstellen, ob ich das automatisch gesendet haben möchte oder ob ich das nicht automatisch gesendet haben möchte, logischerweise, und dann manuell die Bilder zum Smartphone senden. Das gleiche gilt hier. Zur Größe zum Senden kann ich noch einstellen. Da kann ich noch einstellen, ob ich die reduzierte Größe oder halt in voller Größe haben will. Das ist natürlich, wenn ich jetzt die Canon EOS R5 habe mit 45 Megapixel, dann brauche ich für einen Instagram-Post normalerweise nicht die volle Auflösung. Das kann ich dazu not konfigurieren. Hier unter dem nächsten Punkt habe ich die FTP-Übertragungseinstellung. Wenn ihr Bilder zu einem FTP-Server übertragen wollt, müsst ihr natürlich auch Daten haben, welche Adresse hat der, Benutzername, Kennwort und so weiter. Das könnt ihr hier alles einstellen. Zusätzlich dazu könnt ihr noch ein Zertifikat, wenn es ein SFTP-Server ist, von der Speicherkarte laden. Ihr könnt aber auch die Größe und den Typ definieren. Also wollt ihr die RAWs, die JPEGs, die HEIFs übertragen, könnt ihr hier alles einstellen. In Absprache mit dem Kunden bzw. des Betreibers vom FTP-Server oder die Güte eurer Netzwerkverbindung könnt ihr das hier halt alles einstellen. Das ist natürlich dann ein Thema, wenn ihr euer Smartphone zum Beispiel als Internetrouter nutzt und die Internetverbindung da freigebt, dann habt ihr nur gewisse Bandbreiten eventuell zur Verfügung. Da macht es natürlich Sinn, dann auch reduzierte Größen zu übertragen. Seid ihr vielleicht in einem WLAN, was ohne Internet, also nur auf der WLAN-Verbindung aufbaut und der Server steht irgendwo im gleichen WLAN schon drin zur Verfügung, dann könnt ihr da feuerfrei machen, was ihr wollt. Hier habe ich die Bluetooth-Einstellung. Hier kann ich auch nochmal sagen, deaktiviert oder aktivieren. Im Standard halt deaktiviert. Ich kann, wenn es aktiviert ist, mir hier die Verbindungsinformationen nochmal überprüfen, den Namen des Geräts, wo ich mit verbunden bin und die Bluetooth-Adresse anzeigen. Das ist so ähnlich wie die MAC-Adresse, eine eindeutige ID, die die Kamera ab Werk hat, um dann halt das zu identifizieren. Manche Geräte zeigen die an und autorisieren nur Geräte mit den Einstellungen, die ich da auch freigegeben habe. Da kann ich halt solche Einstellungen dann auch finden. Kurzname, da sind wir schon ein zu weit. So, Kurzname, das ist der standardisierte Name, den von der Kamera halt generiert wird. Ihr seht EOS R5 und da BE8FF8. Das ist ein Teil der MAC-Adresse. Wie bei der Bluetooth-Adresse gibt es auch eine MAC-Adresse. Das ist die Adresse, die vom Hersteller auf dieser Netzwerkschnittstelle gegeben wird.
Damit das in einem Netzwerk eindeutig identifizierbar ist, das Gerät, gibt es solche Nummern und die werden halt hier für die Generierung des Kurznamens verwendet. Ihr könnt das zur Not auch ändern. Meine Canon ESR5 oder Backup-Kamera oder wie ihr das auch immer haben wollt, könnt ihr halt konfigurieren, wenn das nötig ist. GPS-Geräteeinstellung, ja, leidiges Thema. Die R5, R6, die haben kein eingebautes GPS. Ja, und hier könnt ihr halt GPS-Geräte koppeln mit Bluetooth. Und da gibt es einmal den GPS-Empfänger, den gibt es von Canon als Zubehör oder auch unser Smartphone. Und da kommen wir gleich zu, wenn wir die App nutzen, weil da sieht man das Ganze in der Funktionalität dann ganz genau. Dann habe ich hier noch eine den Menüpunkt Bildübertragung. Das ist dafür, um die Bilder halt auszuwählen, die ich übertragen will per FTP bzw. per Image Canon. Das ist da halt die Einstellung, die ich da auswählen muss bzw. auswählen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nur 3 Bilder zur Redaktion schicken, weil die anderen sind von einem anderen Kunden oder was auch immer, dann kann ich hier die entsprechende Bildauswahl treffen. Das ist genau wie beim Wiedergabemenü. Das kennt ihr mit den Bilderstützen und so. Das ist, wiederholt sich alles. Da habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Bei Interesse einfach nochmal reinschauen und gucken, was da so möglich ist. Jetzt geht's aber ans ja nicht Eingemachte, weil es relativ einfach mittlerweile. Wir bauen eine Verbindung zwischen unserem Smartphone und der Kamera Connect App auf, um dann halt die Funktionalitäten, die da gegeben sind, zu nutzen. Dafür gehe ich hier halt auf dieses mit Smartphone verbinden. Ja, April, natürlich muss ich da natürlich das WLAN aktivieren. Das kann ich hier sofort in diesem Assistenten durchführen lassen. Und dann sagt er, ja, dann ich kenne kein Gerät, wo ich eine Verbindung mit schon mal aufgebaut habe. Du kannst hier halt eine Verbindung hinzufügen. Dann machen wir das doch. Und dann sagt er schon hier, du willst halt die Camera Connect App musst du dafür auf dein Smartphone installieren. Da hast du dann halt hier die Möglichkeiten für Android oder iOS. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du hier dir hier über QR-Codes halt anzeigen lassen im App Store bzw. hier im Google Play Store, wo du diese ganzen Sachen findest. Ich habe schon installiert. Und gerade beim Google Play Store ist es ja schon mal etwas durcheinander, wo was zu finden ist. Manche versuchen auch den Namen dann irgendwie zu imitieren, um da ja in der Hersteller-App zu vorzugaukeln. Von daher, hier sind halt die echten offiziellen Links verdrahtet, beziehungsweise könnt ihr dann die Links abfotografieren mit eurem Handy und gelangt dann gleich an die richtige Adresse. Brauche ich nicht, habe ich schon gemacht und hier kommt gleich, ja, das ist praktisch geworden. Hier kommt nämlich gleich ein neues Menü und das macht die Sache wirklich einfach. Ich kann hier sagen, Pairing über Bluetooth oder über WLAN verbinden und hier empfehle ich wirklich jedem das Pairing über Bluetooth, weil alle anderen Einstellungen macht dann die Kamera mit dem Smartphone über diese Bluetooth-Verbindung aus. Also ihr braucht kein Kennwort mehr eingeben fürs WLAN oder sonstige Einstellungen machen. Wenn es WLAN gebraucht wird von der App, sagt die App der Kamera halt, lass uns eine WLAN-Verbindung aufbauen. Fragt natürlich vorher noch, ob das okay ist. Kann ja sein, dass ihr gerade was anderes im WLAN nutzt, aber macht es wirklich einfach und nutze ich immer, wenn es möglich ist. Solche Funktionalitäten machen wir hier natürlich auch. Einmal Pairing über Bluetooth und ja, Überraschung, auch hier muss man natürlich erstmal Bluetooth aktivieren, aber der Assistent gibt einem die Möglichkeit, das gleich zu machen. Dann gibt es hier einen netten Hinweis, das zeige ich euch gleich auch noch, wenn wir das einmal gekoppelt haben. Die Kamera bleibt mit dem Smartphone gekoppelt über Bluetooth, bis ihr irgendwann mal den Flugzeugmodus auf einstellt, also die Verbindung habt. Das ist super praktisch. Ihr könnt nämlich dann die Kamera in eurem Fotorucksack oder wo auch immer lassen und trotzdem Bilder auf euer Smartphone laden, ohne die Kamera bedienen zu müssen. Der Ein- und Ausschalter hier, der kann dafür ausbleiben. Und ja, da passiert halt nichts. Und das ist wirklich meiner Meinung nach super praktisch und macht durchaus Sinn. Ist meine Einstellung, darum soll es ja auch ein bisschen gehen, welche Einstellung ich da so nutze und die kann ich euch auch nur ans Herz legen und das ist nur ein Hinweis, der das nochmal verdeutlicht.
Dann kommt hier das Pairing und da müssen wir halt, seht ihr sofort, hat die App das gemerkt und sagt sofort, willst du damit koppeln? Und ja, jetzt habe ich zu lange gewartet, das machen wir nochmal. So. Und dann sollte das jetzt auch klappen. So. So, und ihr seht sofort, das Ganze hat geklappt. Mein iPhone 7, was es nicht ist, aber der Name noch so lautet, ist mit der Kamera jetzt verbunden. Hier steht in der App auch hier, stellen Sie sicher, dass er alles eingestellt ist. Einmal OK klicken. Pairing läuft, zwei grüne oder hier ein Haken. Hier nochmal der Hinweis, dass das Ganze geklappt hat. Okay, feuerfrei. Und ihr seht sofort, die Menüpunkte sind hier aktiv geworden. Ihr habt jetzt einfach die Möglichkeit, ja, eure Kamera mit der im Smartphone hier zu nutzen. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier. Und das ist natürlich wirklich, ja, jetzt ist hier meine WLAN-Verbindung. So, ich zeige euch das nochmal eben hier. Ihr seht also, die App ist jetzt aktiv geworden. Die Kamera hat hier unten ein kleines Logo, dass da jetzt das Ganze aktiviert ist. Ihr seht auch daneben noch eine kleine Anzeige, dass halt das WLAN aktiviert ist. Das ist hier oben in dem Schulterdisplay halt dann ersichtlich. Und das ist halt die Grundvoraussetzung jetzt, um mit der App vernünftig arbeiten zu können. Und ja, das werde ich euch jetzt nochmal zeigen. Ihr habt also die verschiedenen Möglichkeiten. Einmal hier das automatische Übertragen. Ihr habt hier die Remote Live View Ansicht, die ihr machen könnt. Die Bilder auf der Kamera könnt ihr euch angucken. Ihr könnt eine Bluetooth-Fernsteuerung nutzen. Das machen wir jetzt hier auch mal als Stopp. Das machen wir jetzt hier da auch nochmal als erstes. Ihr habt hier also eine Fernauslösung, kann sofort ein Foto machen. Das geht also. Jetzt habe ich hier den Deckel drauf. Das ist natürlich zum Fokussieren etwas schlecht. Aber ihr seht, zack, sofort wird ein Foto erstellt, wenn ich hier drauf klicke. Ihr braucht also mehr oder weniger nicht mehr den Fernauslöser. Ihr könnt dann zurückgehen, dann fragt sie noch kurz, ob sie dann tatsächlich die Kamera ausschalten soll, wenn man die Fernbedienung beendet oder ob das Ganze anbleiben soll. Wir haben das jetzt angelassen. Für alles andere könnt ihr, was ihr hier so seht, wird jetzt eine WLAN-Verbindung gebraucht. Ihr seht, hier oben ist aber nur Bluetooth aktiv und früher war es dann halt oft so, man musste jetzt dann ins WLAN-Menü des Smartphones sich mit der Kamera verbinden und dann das WLAN auswählen. Das ist heute Gott sei Dank etwas einfacher geworden. Wir starten hier einfach mal die Bilder auf der Kamera und ihr seht, sofort springt die Kamera um. Warten auf Verbindung, macht also selber eine WLAN-Verbindung auf und hier auf dem Smartphone kommt sofort die Einstellung, hey, wir brauchen jetzt WLAN, verbinde dich bitte mit dem WLAN. Die Kamera macht die weiteren Schritte, macht einen eigenen Access Point auf das Smartphone, kriegt die entsprechenden Daten per Bluetooth übermittelt und verbindet sich dann per WLAN mit der Kamera. Verbindung hergestellt und ich habe hier meine Bilder, kann ich alle sehen. Ich schalte mich mal weg, dann sehen wir das hier alles noch sauberer. Ich habe hier nach Datum sortiert meine Bilder, kann mir die einzeln angucken, dadurch swipen, wie ich das auch mal möchte. Ich kann sie runterladen hier, in irgendwelche Apps importieren oder bewerten oder mir die Info anzeigen und so weiter und so fort. Ist halt eine feine Sache, wenn man sich da die Bilder sofort runterladen will. Und das Ganze, das zeige ich euch gleich auch noch, geht auch, wenn ihr die Kamera ausgeschaltet habt, aber dazu gleich mehr. So, die App können wir hier nochmal eben verlassen. Ein weiterer schöner Punkt ist hier einfach noch das Remote View. Da kann ich halt auch, wenn ich hier auf dem Handy irgendwo einen Fokuspunkt mir aussuche, setzt die Kamera sofort den Fokus ein. Ich habe jetzt natürlich ja, jetzt nicht unbedingt das beste Motiv dafür, aber ihr seht, das fokussiert sofort. Und ich habe hier unten dann die Auslösetaste, kann hier auch auslösen, dann macht er auch sofort ein Bild. Hier unten kann ich noch den Weißabgleich setzen und auch den Fokusmodus, also welche Fokusauswahlmethode ich nutzen will, kann ich auswählen. Und ich habe auch die Möglichkeit,
ja, hier die Serienbildgeschwindigkeit auszuwählen und so weiter und so fort. Und hier oben habe ich sogar die Möglichkeit, das Ganze auf Video umzustellen, wenn ich jetzt ein Video aufzeichnen will, und kann dann auch hier die Einstellung entsprechend anpassen. Also sehr guter Funktionsumfang, den ich dadurch gewinne, dass ich meine Kamera halt mit der Smartphone-App verbinde, was auch geht. Dafür müssen wir aber hier wieder unsere WLAN-Verbindung trennen. Die bleibt erstmal aufrechterhalten. Die kann ich hier aber oben trennen. Dann drücken wir einmal das X und dann kommt einmal Kamera trennen. Ja. Dann habe ich hier oben wieder nur die Bluetooth-Verbindung bestehen. Das ist natürlich, ja, für Grundeinstellungen reicht das. Und da zeige ich euch zum Beispiel, was da geht. Ich kann jetzt hier das GPS von meinem Smartphone nutzen und sage einfach hier Smartphone. Das war's schon. Und ich sehe sofort in der App hier oben ist diese Kompassnadel hinzugekommen. Und ich kann jetzt hier, oder jetzt werden die Bildern in der EXIF-Beschreibung halt, ja, die GPS-Daten mit übermittelt, und ihr könnt in Lightroom zum Beispiel die ganzen Sachen sofort verorten und könnt euch die Bilder auf einer Karte anzeigen lassen. Und dann wisst ihr auch nach 3 Jahren noch, an welchem Spot welches Bild entstanden ist, wenn das für euch interessant ist. Ja, was auch geht, was auch interessant ist, und dafür machen wir einfach mal die Kamera jetzt hier aus. So, Moment. Und zwar schalten wir jetzt die Kamera aus. Zack. Und ihr seht, die Kamera geht aus. Die App hat sich einmal kurz geschüttelt. Ihr seht hier unten noch, da ist noch immer die Anzeige, dass die Kamera verbunden ist. Jetzt muss ich hier erstmal schiebe ich euch mal eben meine App hier nochmal ins Bild. Und zwar seht ihr trotzdem in der Kamera Connect App, da ist noch die Verbindung, die besteht noch hier. Da kann man hier übrigens noch draufklicken, nicht mit der Maus, sondern direkt. Ihr seht, die Kamera ist verbunden. Man kann auch mehrere Kameras verbinden. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Bilder auf der Kamera sehen, klicke ich einfach hier auf die Bilder. Es kommt wieder das Vorbereitungsmenü. Er sucht nach einem Netzwerk. Und ihr seht, das passiert hier alles. Ich verbinde jetzt hier eben. Und die Kamera bleibt einfach auf Aus. Da tut sich nichts. Und die Kamera macht das einfach im Hintergrund. Und ja, die App steuert das Ganze. Und ihr könnt hier so relativ komfortabel halt, ja, jetzt auf eure Bilder zugreifen, obwohl die Kamera, ja, die ist ausgeschaltet. Ihr seht, da ist nichts drin. Das wird auch nicht angezeigt an der Kamera. Ihr könnt dann halt alle eure Bilder hier auch wieder anzeigen lassen, auch wieder durchswipen und ja, schauen, welche Bilder ihr haben wollt. Könnt ihr dann nach Instagram hochladen oder beziehungsweise von der Kamera runterladen und euch da entsprechend bedienen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und ja, das ist natürlich, wenn man dann irgendwann mal essen geht oder so, ihr kennt das. Fotorucksack ist abgestellt. Man will jetzt die Kamera nicht unbedingt überall auspacken. Und dann könnt ihr einfach über diese App sofort euch die Bilder runterladen, löschen, markieren, eine Vorauswahl treffen, bewerten und ja, habt eventuell zu Hause schon die eine oder andere Arbeit gespart. Und ja, hier, ihr seht das, die ist aus und da passiert nichts. Und hier auf der App sieht man noch wieder, ist das WLAN ist angegangen und mehr passiert da dann nicht. Und ihr könnt dann einfach irgendwann die App beenden, wenn ihr mit der Arbeit fertig seid und ja, die Bilder nutzen. Praktisches Feature, das ist das Hauptfeature, was ich nutze mit der Kamera Connect App und mit dem Netzwerkmenü. Ihr habt gesehen, da gibt es natürlich einiges an speziellen Funktionalitäten, die man dann nutzen kann. Nutzt ihr andere? Lasst mir da einen Hinweis in den Kommentaren dazu. Habt ihr noch Fragen zur FTP-Funktionalität? Auch das mache ich euch gerne ein Video zu, wenn ja mehrere Leute Interesse haben oder das EOS Utility, aber da müsst ihr entschuldigen, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein ziemlich besonderer Anwendungszweck. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, mache ich euch natürlich gerne da auch nähere Informationen noch zu und mache euch da gerne ein Video. Ja, hat euch dieses Video gefallen? Ihr kennt das.
Daumen hoch, würde mich freuen. Hilf mir bei der Bewertung des Videos. Kommentare habe ich schon erwähnt. Gerne. Es gibt hier regelmäßig Videos zum Thema Fotografieren und Filmen. Wollt ihr keins der nächsten verpassen? Kennt das auch? Hier einmal unter dem Video bitte auf Abonnieren klicken. Aktiviert euch die Glocke dazu. Dann kriegt ihr einen Hinweis, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, bis dahin sage ich auf jeden Fall Tschüss und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.